Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Visions of Mana. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben letztes Part die Side-Quests abgeschlossen mit den Ruinen. Die erste davon. Leider. Denn es gibt noch eine weitere, und zwar muss man die berüchtigten Monster darauf erledigen. Ja, wir werden mal schauen, wie es sich mit den berüchtigten Monstern hier verhält. Wenn die auf unserem Level sind, können wir die machen. Ja. Allerdings, sobald sie doch Level 50 sind, dann müssen wir das auf später verschieben, ne? Ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht hämmern. Plötzlich haben die über mir angefangen zu bohren. Und dann wieder zu hämmern. Ich liebe es. Es ist halt, keine Ahnung. Immer herrlich. Naja, gehen wir nach oben. Ich kann es ja zur Not in Cutscenes ja sowieso rausschneiden, aber während ich rede, ist das immer ein bisschen schwierig, ne? Ja. Hier in Ruin sollte eigentlich auch immer ein sein. Oder sind nicht die alle Ruinen gemeint? Doch, da. Nein. Wir sollen hier vom Schiff weg. Wieso? Die Zeitquest sagt doch alle Ruinen. In den 8 Ruinen. Warum werden wir hier weggebracht? Wo sind wir hier gerade? Wie heißt der Ort? Brittertal. Steht er nicht in den Ruinen von Brittertal? Unten rechts? Doch, im Brittertal auch. Oder sind das die berüchtigten gemeint? Die normalen Gegner. Ich muss das halt kurz mal abchecken, ob die auch irgendeinen besonderen Namen haben. Nö. Ja, wenn ich keine berüchtigten Monster sehe, wie soll ich da welche erledigen? Ja, scheinbar können wir die ja gar nicht erledigen hier. Oder müssen wir erst... Ja, wo... Was... Ich überlege gerade, wohin uns das Spiel denn haben will. Weil es muss ja irgendwie... Ach ja, seht noch was ausgerüstet. Geben wir einfach mal eine neue Klasse, oder? Lern du mal ein paar Feuersachen, ja. Sehr gut. Weil sobald, wir wirklich mal wieder einen Boss gegenüberstehen, nehmen wir dem natürlich die Klassen wieder, die wir wollen. Die ich am besten finde. Womit wir am stärksten gelevelt sind. Aber vor unterwegs kann man ja mal ausprobieren. Nee, aber ich will wissen, wohin uns die Flagge eigentlich haben will. Müssen wir die, Ruinen in einer bestimmten Reihenfolge erledigen. Das kann natürlich sein. Das weiß ich ja nicht. Deswegen will ich mal wissen, wohin uns das Flaggensymbol haben will. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Komm, geh weg, Icon.
Ja, überall eigentlich. Selbst hier im Brettertal. Versteht ihr das eigentlich? Ich verstehe das halt nicht. Null. Gut, dann verschieben wir auf später. Ich habe auch keine Monster gesehen. Und hier kommen wir gar nicht durch, ne? Ich habe keinerlei Monster gesehen. Mit Namen. Also es kann natürlich auch sein, dass man das in der Reihenfolge machen muss. Wäre zwar schade, aber... Weil jetzt haben wir überall die Icons, ne, mit den Zeitquests. Das ist ein bisschen nervig. Aber sei es drum. Ja, man, wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem neuen Ort. Und dort... Ja, schauen wir mal, ne? Wie wir da weiterkommen. Wir müssen ja immer noch herausfinden, wo die restlichen Benia Budona sind. Also klar. Ja klar, über die auch, ne? Die Benia Budona sind ja da, wo die Orte ja leben, ne? Wo die alle herkommen, die Geweihten. Aber mich verwirrt halt das hier mit den Ruinen. Die wollen doch nicht, dass ich gleich von Level 30er Mobs, was ja die Sidequest halt immer waren die ganze Zeit, Level 30 so ungefähr, die Mobs jetzt mittlerweile, direkt auf Level 50er Basis hoch. Okay, also doch Schneewüste. Schneegebiet. Ja, wie ich schon sagte, Lorima ist halt immer schon eisig in der Mana-Reihe. Deswegen habe ich mich auch immer vertan. Ich dachte, die meint die Insel Lorima, jenseits der Brücke, dem einen Part, aber ist denen ist nicht so. Gut, Lichtbühne von Tirett. Ja. Gerade die Musik so genossen, ne? Da verschieben wir die Zeitquest auch später. ジュリは知らんでええよ。チェ、何さ、つまんないの。<笑>皆様、光の大劇場を知れすよお越しのところ、大変申し訳ございません。フェアリー様を迎える劇、ギロフォロスとセルリアはまだ当分開演できそうにありません。ギロフォロスとセルリアだって、まさに知りたかった話だよ。しかし、劇が行われないなら意味がないな。光の巫女の使命はまだなのですね。演劇ができない事情があるのでしょうか。 実はここ最近、役者たちの調子が悪く、原因もわからず、ほとほと困ってまして。ここって、劇で巫女が選ばれるの？はい、劇の終わりに、フェアリー様が指名をする習わしです。劇を通じて光を見出したものが、光の巫女に選ばれます。ですが、肝心の劇ができないとなれば、このままでは、ノリマー島に災いが。 これは放ってはおけませんね。役者さんにお話を聞いてみましょう。そうだね。行ってみよう。役者さんの調子が悪いか。どういう。Auch wieder direkt ein Dorf hier und kein großes Gebiet. Das heißt, man kann hier nicht keinen Doppelsprung vollführen. Aber schön, jetzt habe ich wirklich mal richtig eisig. Mit Polarlichtern und an allen drum und dran. Und Sidequest natürlich. Ja, wir gucken uns aber um. Mal ein bisschen Geld.
Guten Tag. Ah. Die Luft scheint wie eingefroren vor Anspannung. Es ist eine ganz andere Art der Kälte als in Eterna. Kann ich mir vorstellen, es gibt ja mehrere verschiedene Stufen. Hi. Vor meiner Zeit als Königin habe ich regelmäßig mit ihr an die Lichtbühne besucht. Die Aufführung und das gesamte Ensemble liegt mir sehr am Herzen. Die Leute hier machen ja ein ganzes Theater um die Ankunft der Fee, im wahrsten Sinne des Wortes. Haha. Ihr versteht, ne? Theater. Ja. Man sieht an der Wand, wir werden auf jeden Fall Backstory hoffentlich bekommen. Oh. Das sind ja komische Kreaturen. Ich hoffe, die werden wir nicht sehen. Yes. Gut. Es sieht auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein schönes Eisgebiet, auf jeden Fall. Ich bin normalerweise kein Fan von eisigen Gebieten, weil die meistens, in den meisten Fällen halt einfach nur alle gleich aussehen. Das finde ich halt nervig. Also wirklich nicht alle gleich. In den meisten Fällen ist das einfach nur karge, weiße Landschaft. Und das sieht halt einfach, sieht langweilig aus. Ja, in dem. Und es gibt noch selten Ausnahmen, wo ich wirklich Schneegebiet auch gut finde. Selbst in meinem Lieblingsspiel Secret of Mana finde ich das Schneegebiet eher nervig. Auch wenn viele es mögen wegen den Kristallbäumen, aber ich bin nicht so der Fan davon. Ja, wollen wir erst da rein, bevor wir hier weitermachen? Yes. Ich weiß es nicht. Yes. Das hinten scheint hier nur Deko zu sein. Die Häuser. Irgendwie ist soll hier was sein, aber unter uns eventuell? Im Wasser? Oh, okay, okay, okay. Ich dachte, man könnte dann ins Wasser springen, aber... Oder aufs Dach. Na komm, geh mal rein, komm. いかにも俺はテロフォロスの役だ。でも握手なら後にしてくれねえか。まあ、後でなら握手もしていただける。パルミナ。役者が不調で劇ができないと聞いたんだ。一体何が起きているんだ。それがさ、思い出せなくなっちまったんだ。テロフォロスとセルリアの内容を。 客主役に抜擢されたってのに。あ、そうそうな。お話もう一回読み返して覚えなおしたらええんちゃうの。読んだ端から頭が真っ白になっていくんだぜ。最近ずっとこんな調子でさ。これが俺だけなら役者を交代すればいいけどよ。そうじゃねえのが厄介でさ。役者が一人残らずこうなんだ。 じゃあ、いつまで経っても劇ができねえ。ああ、光の巫女が選ばれなかったら、女神様に何と謝ればよいのだろうか。その格好であんまり落ち込まんといて、ディロフォロスの印象がおかしくなるわ。すまねえ。外で頭を冷やしてくるぜ。おいたわしや。 せっかく主役の舞台でありますのに、何か手立てはないのでしょうか。不調は最近のことだと言っていたな。この地に封じられた光の神獣の影響ではないだろうか。そうか、ディロフォロスがあちこちで神獣を復活させているもんね。そや、ウィスプランタンを使ってみたらどう。光の精霊の力なら光の神獣に対抗できるかもしれへんで。 なるほど。ウィスプの力を借りられるかもね。あそこにいる人たちに使ってみようよ。あの
Können wir gerne probieren. Diroboros so taucht ja auch einfach so auf beim letzten Mal, ne? Ich glaube, da das hat hier seelische Narben hinterlassen. Ja, siehst du mal, hier ist eine Truhe. Und das ist sogar die extra KA. Füllt man aus dem Mana die KA-Leiste um 1%. Boah. Das ist schon mal auch sehr gut, ne? Dann reden wir mit den Darstellern mal.私が記録の劇団の座長です。そして今回の演目、ディロフォロスとセルリアのもう一人の主人公だったよね。その通りだよ、座長。自信を持って。もうダメかも。何一つ覚えられないなんて座長失格。これを最後に引退かな。 諦めないでください。バルサ、ウィスプランテを早く。僕たち試したいことがあるんです。光の町に縁あるものがきっと力になってくれるはず。あ、今ピカッときた。ディロフォロスとセルリア、思い出せそう。 舞台は今よりはるか昔のアーブ穀倉地帯。人々は豊かな土地をめぐって争いを続けていました。古より続き、永劫を終わらぬと思われたアーブ戦争。この戦いに終止符を打ったものは、あ、そんな出だしだったわ。でも私はまだ思い出せなくって。 お願いします。魂のモリビト様、その精霊機で他の役者の道を照らしてくださいませんか。もちろんいいよ。他の役者はどこにいるのかな。ロリマー島のあちこちでそれぞれ練習をしているはず。みんなのことよろしくお願い。やば gerne doch. Vielleicht auch die, wir wollen halt alle die Backstory wissen, ne? Aber auch mal ein lustiger Anblick, immer die Fee mal so groß zu sehen, ne? Quasi. Was ist das? Naja, Gestelle. Gut. Haben wir hier noch einen Darsteller? Hallo? ディロフォロスと敵対していたか、味方だったか。思い出せんで苦しんどるな。はよランタンで照らしてあげよう。おや、そのランタンの輝き、とてもいいですね。なんだか心が洗われるようです。うん、きっとこの輝きがあなたの問題を解決するよ。このままランタンを見ていてね。 記憶が次々湧き出てくる。ディロフォロスとセルリア、思い出せそうですよ。ほんまにちゃんとできそうな？疑うならぜひ聞いてください。僕の出番は序盤なので、最初の方だけになりますが。ディロフォロスとセルリア、第1幕。ディロフォロス将軍が戦場を訪れるところから物語は始まる。 それは農民も巻き込んだひどい戦だった。ディロフォロス将軍は逃げ遅れたセルリアを見つけるんだ。ディロフォロス将軍は一騎当選の優れた戦士さ。でも
戦は彼一人でどうにかできる規模ではなくなっていた。その上、飛んできた矢からセルリアをかばい、リロフォロス将軍は右腕が使い物にならなくなった。セルリアを連れて戦場を去る彼を攻める者はいなかったさ。その場で生き残ったのは二人だけだったからね。ディロフォロスは戦場でセルリアを助けたのか。でもそのせいで戦えなくなった。よし、この調子なら役がこなせそうです。早く劇場に戻って座長に報告しなきゃ。助けてくれてありがとうございました。かばって傷を負った時どんな気持ちだったんだろう。はい。Das wissen wir nicht, ne? Das finden wir ja alle hier raus jetzt. Das finden wir alles hier heraus. Ich meine, das ist ja jetzt hier der, scheinbar der Endboss des Spiels, also... Der braucht ja eine Backstory, das wäre ja langweilig, wenn nicht, ne? Also ich würde mich hier nicht auf die Bänke setzen, ihr habt die gesehen, die ist ja auch eingefroren. Yes. Ne, würde ich mich nicht aufsetzen. Never ever. Gut, der nächste Darsteller ist nicht weit. Sie steht hier. Kamite ni ikun dakke, shimote ni ikun dakke. Dame dame, nan ni mo wakaranai. Kimi wa Tires no yakusha da na. Anata tachi wa Miko to Moribito? ランタン片手に来るなんて、まるで劇の一幕のよう。劇をするのはあなたたちだよ。ほら、この光をじーっと見て。ああ、すごい。記憶の蓋が開くよ。あなたたちは暗黒に刺す希望の光。本当に思い出せたのか。不安になるな。もちろんですとも。劇の内容を言えたら私のことを信じてもらえる？ディロフォロスとセルリア第2幕。これはディロフォロスが聖剣を与えられる経緯である。戦場から離れたディロフォロスはセルリアと共に二人でひっそり暮らしていた。そこに女神の使いのフェアリーがやってくる。ディロフォロスに世界の危機を救ってもらうために。人間たちの戦に乗じて神獣たちが世界を襲う。神獣を相手にできるのは強さと愛情を併せ持つ彼一人。ディロフォロスはもちろん引き受けた。聖剣を受け取ると傷もたちまち癒え、彼は力を取り戻した。ディロフォロスは女神から聖剣を受け取って神獣を倒すことになったのか。ああ、早く座長のところに行かなくちゃ。私はまだ舞台に立てますって。助けてくれてありがとうね。Also bis jetzt ist jetzt nichts, nur keine neue Erkenntnis da, ne? 聖剣を授けた。この頃は本当に英雄だったんだな。Ja, gucken wir uns das mal hier um. Zackter Fisch, einfach hier liegen gelassen. Also hier ist irgendwo eine Kiste. Aha. Man erkennt das gerade so ein bisschen, ne? Auf der Map. Dann müsste hier auch irgendwo noch eine Kiste sein. Da. Ich bediene mich mal, ne? Wollen wir erstmal mal kurz mal... Ah ne, wir gucken uns erstmal die Geschichte an. Und dann gucken, wen wir einkaufen. やれやれ、お困りのようだね。誰だ。怪しいものじゃありません。座長さんに頼まれて。
このランタンであなたの記憶を戻してあげるよ。女神に選ばれし英雄、八体の神獣を倒す者。おお、ようやく続きが思い出せた。うまくいってよかったよ。これで劇はできそうかな。よければおさらいをさせてくれないか。胸を張って皆の元へ戻るために。ディロフォロスとセルリア第3幕。これは長い旅に出るディロフォロスの話。女神様から神獣の討伐を託されたディロフォロス、聖剣を手に世界各地に現れた神獣を倒す旅が始まる。一人で8体もの神獣を倒す過酷な道のりだ。彼が傷つきながらも神獣を倒す旅、人は彼を英雄と称えた。ディロフォロスが歩みを止めなかったのはある約束のおかげ。離れずの大橋で愛するセルリアと交わした言葉。いつの日か必ずあなたの元へ帰ります。いつまでもあなたの帰りを待っています。八体の神獣を倒す旅、それがどれだけ大変なことか身をもって知ってるな。これなら舞台に立てそうだ。すぐにでも練習を始めないと。助けてくれて感謝する。Gern geschehen. Wisp Lantern, 効果てきめんだったね。劇ができる巧妙が見えてきましたわ。もう一度座長にランタンを使ってみないか。これまででコツもつかめただろう。そうだね、劇場に戻ろう。Aber erst gehen wir einkaufen, Leute. Erst einkaufen. 座長さんは壇上にいるはず。いらっしゃいませ。自慢の品揃えだよ。Gigas Schwert. Sieht schon cool aus. こちらでよろしい。ありがとうございます。Großes Leibwächter Schwert. こちらでよろしい。ありがとうございます。Speer der Kriegsjungfer. こちらでありがとうございます。Ja. Geht natürlich ins Geld, ne? Orkanklaue. Yatakerasu. こちらでありがとうございます。Der Gefährtenstab. こちらでありがとうございます。Das antike Zepter. こちらでありがとうございます。Pfeil, Blatt, Wiedel, der Überwältiger, Todessende. Geht alles ins Geld, ne? Aber dafür kriegt man das ja. Wiederschei. Okay. Pfeile müssen wir einmal holen. Und das Freizeitgewand. Ja. Und ein paar Bonbons. Ja, meinst du? Dann gehen wir mal die Schätze nochmal sammeln, ne? Machen wir noch. Ein Engelskelch. Ist hier noch irgendwo was? Ah, da. Ah, da. Reliquie. Okay. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Das Gebiet scheint ein bisschen größer zu sein. Naja, gut. Ein paar Sachen noch hier. Zwei Sachen. Machen, sammeln wir noch schnell ein. Yes. Ah. Aroma des Reichtums. Und dann zwei Sachen da oben noch. Ja, dann sammeln wir die schon ein, dann ist der Part zu Ende. Dann machen wir nächsten Part das Theater und vorher aber noch die Sidequests, die hier sind, ne? Denk mal, das ist eine gute Sache. Yes. Es wäre lustig, wenn der echte Defolus da im Theater auftauchen würde. Neben den Unechten.
Das stelle ich mir halt ziemlich lustig vor. Yes. Komm, Wunderkeks. Yes. So, und irgendwo hier noch. Da. Mokri-Resistenz. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.